Mit dem Mann da oben nochmal 3, Schmageli aus Kasachstan, kommt der nochmal ran. Jetzt zieht's Talis Reine davon und die Weltrekordzeit, die scheint auch noch drin zu sein, die er heute Morgen erst aufgestellt hat. Talis Reine hat eine gute Länge zwischen sich und die Konkurrenten gebracht. Er wird Gold holen, das erste Gold für die Schwimmer hier in Tokio. Und er schlägt an in 1:02.
Eigentlich könnte man zu fast jedem das sagen. Etliche von denen, die heute Abend geehrt werden, die kenne ich auch persönlich. Und eigentlich fände ich es richtig, dass ich zu jedem ein paar Worte von ihr, zumindest zu dem, den ich kenne. Aber das würde das, glaube ich, selten in Länge ziehen. Und deswegen wird es nur ganz wenige geben, die wir, ich hoffe, die anderen ziehen uns das nach hervorheben. Trotzdem, bevor die Ehrungen beginnen, ich komme auch später nochmal auf Sie zu sprechen, möchte ich natürlich sagen, dass wir stolz sind, dass die Meisterspiele hier präsent sind, dass die eine noch immer eingeschworene Truppe sind, ein eingeschworener Haufen. Und ich hatte es eigentlich für was anderes vorgesehen, aber nur was sagen. Das ist was ganz, ganz Besonderes und das wird es nie mehr so geben, dass Spieler 50 Jahre und länger eine Gemeinschaft bilden, wie man sie sich im Sport nur wünscht. Euch allen dazu ein herzliches Dankeschön. Unterstützt, dass sie integriert werden. Wie wertgeschätzt er auch von den Spielern wird, die schon länger bei uns sind. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir sind wirklich froh, dass wir den Roman in unseren Reihen haben und dass wir ihn heute für die 25 Jahre ehren dürfen. Wir haben spekuliert, wie viele Trainingslager er schon erlebt hat. Ich glaube, es waren weit über 40. Und wir haben überlegt, wie viele Spieler er schon betreut hat. Das, glaube ich, waren 900, glaube ich, was sogar. Ich weiß nicht, es war einfach eine sehr, sehr große Zahl, weil er natürlich auch schon seit 22 Jahren die Mannschaft betreut. Er ist am Puls der Mannschaft. Wenn bei ihm die Alarmglocken läuten, dann muss es der Trainer und der Sportvorstand erfahren, ohne dass er natürlich indiskret werden muss, weil er steht auf der Seite der Mannschaft. Aber er steht auf der Seite des FCN und ich danke damit nicht nur einem außerordentlich wichtigen Mitarbeiter, sondern eben auch einem 25-jährigen Mitglied. Herzlichen Dank, Robert. Sportler, einen imponierenden Sportsmann und einen wahrhaften Klubberer hier auf die Bühne bitten zu dürfen. Ich darf die gute Seele des ersten FC Nürnberg, ich darf Horst Leubold zu seinen 70 Jahren. Und stellvertretend für alle, liebe Katja Schubert, unsere Hauptorganisatorin, unsere Mitarbeiterin im 1. FC Nürnberg und im Dachverein, die hat es hier vor allem gerockt. Liebe Katja, vielen, vielen Dank. Und von Katja, jetzt dürfen wir das Dessertbuffet öffnen, lassen uns schmecken und natürlich die guten. Steffi, vielen Dank. Danke für den Stefan, danke schön. Ja, lassen Sie schmecken. Tolle Gespräche noch, viel Spaß in unserem Wohnzimmer und wir sehen uns in 15 Jahren.
bald in diesem Stadion oder im Pfalzner Weiher. Vielen tollen Sportarten. Dankeschön.